Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich bin der Hausi und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer kleinen, aber feinen Folge The Beast Inside. Soweit ich weiß, sind wir in der letzten Folge gerade vor diesem komischen Axttypen weggerannt. Ich denke, dass wir da immer noch sind. Wir werden es erfahren. Oh ja, okay, ja. Reflexinger. Wow. Oh. I have to run. Ja, klar, hast du zu rennen. Lauf. Oh, das ist alles so ganz wabbelig irgendwie. Voll komisch. Nein, wohin? Wohin? Hat der ein Glück, dass da noch so Wege sind, gell? Steh halt auf! Wo ist mein Revolver eigentlich hin? Ich hatte doch einen Revolver. Warum habe ich den nicht einfach abgeknallt, den Typen? Auch wenn es unmöglich klingen mag, das Tagebuch von Nikolas hat mir dabei geholfen, die Verschlüsselung der Sowjets zu knacken. Doch meine Freude währte nicht lange. Durch eine unerwartete Wendung war ich dazu gezwungen, einem Spion nachzujagen und nach versteckten Wanzen zu suchen. Dies führte mich zu einem alten Gasthof, wo ich auf einen weiteren Teil von Heids nervenaufreibendem Memoiren stieg. Endlich wieder in der Gegenwart. Weil die Gegenwart auch gestunken hat. Did someone knock me out when I was at the ruins? But why would they drag me here? And how am I supposed to go home? Ja. Eine gute Frage. Es hat echt wenig in dem Haus gespielt, gell? Firewatch Chapel. Wollen wir da hin, oder? Also muss ich anscheinend. I need to find the way home. Gerade Fortnite gespielt, jetzt suche ich voll nach Loot. Gurbel. Und eine Karte. Oh Gott, eine Karte. Na, wo waren wir jetzt? Oder wo sind wir jetzt? Campsite, aber. Was sind denn die Xe? Crystal Lake, Hunting Tower, Waterfall. Okay. Keine Ahnung. Da ist der verbrannte Gasthof. Old House. Achso, Private Area. Wo bin ich? Hier oben, oder? According to the map, the house should be nearby. I just have to make it through that cave. Ich muss durch die Höhle, oder was? Geil. Super geil. Und da werden wir jetzt die Kurbel brauchen. Boah. Mein Gott, kurbel doch, du Arschloch. Muss ich die mitnehmen? Nicht, gell? Man, da freust dich, dass Tag wird und dann muss ich durch irgendeine Höhle durch.
So eine Kacke, Alter. Bin ich jetzt auf dem Map? Ne, ist keine Karte. Oh Gott, oh Gott. Jesus fucking Christ, they're really hanging here. Someone actually did murder these people and leave their bodies here in this fucking godforsaken place where Emma and I just happened to move. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Oh, wie die gucken. Boah, das ist ja voll ätzend. Das ist ja mal voll ätzend. I'd better hurry. Emma's on her own back there. Ich bin so froh, wenn ich das durch hab. Nein. Oh Gott. There's that damn place again. Boah, fick dich, Alter. Christ, ist das... Oh, fuck, fuck. What was that? What is going on? Alter, ist das räudig, hä? They must have poisoned me, but how? Coffee, they must have slipped something into my coffee. Or maybe all those transmitters are some kind of emitters to mess with my mind. Ihr merkt schon, wenn der Punkt kommt, wo ich nicht mehr sprinte, dann ist die Anspannung groß. Der Ausgang? Ich glaub dir kein Wort, Alter. Nee, ist kein Ausgang. Die Höhle wäre halt echt geil, wenn das nicht so eine Psycho-Gegend wäre. Heftig. Voll schön gemacht. Auch voll die geile Grafik. Das hat voll den Uncharted-Touch irgendwie. Da würde ich auch noch drüber gehen. Nein! Ja. Falsche Taste. Vielleicht muss ich jetzt nicht nochmal die Spitzhacke da aus dem Kind rausziehen. Das ist ja voll ätzend. Ach Gott sei Dank. So, run. Was steht jetzt da? Ach Quatsch. Oder wenn sich von alleine so umdreht, dann rechne ich immer damit, dass es sich gleich, dass dann gleich einer vor mir steht. Der immer noch denkt, dass das irgendwas mit den Sowjets zu tun hat, gell? Nein. Sackgasse. Ich habe so Angst, mich bei einem Spiel umzudrehen seit dem letzten Teil. Das war einfach viel zu räudig. Hat er doch auch eine Taschenlampe. Wo sind die hin?
An. So müssen das jetzt unterschiedliche Wege sein. Das ist doch total beschissen. Auch wieder ein Zahlenschloss dran. Oh Gott. Ja. Müssen wir wahrscheinlich erstmal weiter. Warum kann ich da also auch noch runtergehen? So klar. You're trying to intimidate me. That's the basis of all controls. Suckers, you think you can break me like that? With an animal carcass? With a few dead bodies? Seriously? Who do you think I am? Ich glaube, ihr könnt mir Angst machen mit ein paar leblosen Körpern. Bin ich draußen? Was soll denn das jetzt? Geh zum Haus zurück. Ich muss da nochmal hin wegen dieser Kiste oder was? Das ist dein scheiß Ernst jetzt? Egal, hauptsache mal daheim wieder. Ah, da vorne ist es eh. Ja gut, das ist gar nicht so weit weg vom Haus. Aber stinkt doch trotzdem. Oh. Hä? Hä? Okay. Wollte gerade sagen, das überlebe ich nicht, wenn ich da runterspringe. Ist die Musik jetzt aus? Der hat ja im Intro hat man ja auch noch gesehen, wie der seine Frau mit der Axt tötet, fällt mir gerade ein, gell? Da muss ja auch noch irgendwas sein. Commies can't hide from them. They'll follow you to the end of the world, but if I tell anyone, they'll think I'm crazy, and that's what commies want. That's how they break their enemies, the dirty bastards. They think they can send a fake cop here and I'd fall for that like a rookie? No, ain't gonna be that easy with me. Alter, der dreht ja voll ab, der Typ. Übel. Zugesperrt. Wo sind wir heute? Wow. Weibsstück. Hallo? Wieso sind bei denen im Haus immer die Türen zugesperrt? Ah. Honey, what's going on? Is there a... Where have you been? Where the hell have you been? You know, I wanted to find the... Why are you crying? What's... 6 hours? What? What? You were gone for 6 hours. You went and just vanished. I didn't vanish. I just tried to remove those damn bugs. What bugs? What are you talking about? You left me all alone. And some psycho slashed our tires. Are you serious? I called the sheriff, but when we were in front of the house, that guy broke in. Into your office. What do you mean, broke in? Are you kidding me? Wie ist der eingebrochen, während Dieter vorm Haus war? The sheriff noticed the broken window as soon as we went back home and... Wait a minute. Who gave you the right to let strangers in? To go through my stuff? He's a sheriff, not a stranger. Besides, Sheriff my ass, you have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't you realize that what I do affects millions of people? You think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions.
mess. Hopefully he's left some traces. I better look around. Was denn das da? Ach so. Und da wieder mit seinem tollen Spielzeug da. Hallo? Maybe the device will find some traces. Ja, ich habe den Apparat doch in der Hand. Was muss ich denn scannen? Die Decke? Tatsächlich, da ist eine Falltür. Seht ihr das? Hä? Da ist eine Tür? Schau. Was? Was muss ich machen? Kann ich da nichts machen? Hört ihr die Spuren näher an? Welche Spuren? Wo denn? Was denn? Irgendwas vom kaputten Fenster gelabert? Da ist kein Fenster kaputt. Ah, hier ist ein Fenster kaputt. Bingo. He escaped through the window and probably moved towards the bridge. Jetzt muss ich zur Brücke, oder was? Oh, Mann. Aber da oben ist ein Scharnier. Das interessiert mich jetzt voll. Was da noch? Hier am Schreibtisch irgendwas? Oder was zurückgelassen? Vielleicht? Nicht. Was ist denn? Mann, was will der von mir? Gehen darf ich nicht, oder? Dann sagt er. Achso. Ja. Ich wollte zuerst alle Spuren ja. Wo denn? Professional or not, he must have left some traces in the office. Watch out for sparrows. What's that supposed to mean? Whatever happens, don't leave the house and don't let anyone in until I come back. You're leaving me again? Are you crazy? The sheriff is on it. Let it go. The sheriff doesn't know what he's dealing with. If he really is who he says he is in the first place, he won't help anything. Der Sheriff. Paranoid. Schon lange tot, Mädel. No one's on our side. Du auch bald. No point hanging around here. I've got to get him before he's off the radar. Those messages are crucial and he knows that very well. Maybe I'll find another signal outside. I just hope I don't lose the trail. I can't see anything with my naked eye, but maybe the localizer will help. Der Localizer will sowas von helfen, hä? Bridge. That's where I should start looking. There. You cross the bridge and hold up in the woods. Spuren. I know which way he went. Sheriff Spuren. Check the area around the bridge. I think I'm on the right track. Tower Hill oder Shore? Okay, wir sind richtig anscheinend. Oh, eine Tür, die einfach aufgeht.
signal is stronger. I'm getting close. Bestimmt gleich einen toten Sheriff finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wo denn? Ah. He went up and cut the rope. Maybe I can find a side passage. Ja, macht ja auch völlig Sinn. Er hat halt echt immer noch die Spitzhacke dabei, gell? Der stand mit der Spitzhacke bei der im Büro. Hat die Alte nicht irgendwie irritiert oder so? David, Emma, me, and my parents, and the movers. Who else knows our location? Some of them in the office. Did Emma blurt it out to some friends? I don't think so. And I was cautious. I didn't leave any trail. Fuck, why can't I crack it? Es wird für die Typen jetzt nicht so schwer sein, rauszufinden, wo der Kerl wohnt, oder? Was wird jetzt das wieder für ein Rätsel? Ich muss einen Weg finden, den abzuschalten. Da ist ein Schalter. Leg den halt einfach um. Geht nicht? Geht nicht. Natürlich geht das Kabel da rein. Es ist sehr... Okay. One down. There's more. Wie schön sauber die Kabel sind und unauffällig, gell? Und schön verlegt. Also, wir wundern uns über nichts mehr bei dem Spiel. Jo, wie kommen wir da jetzt hoch? Muss da hoch, oder? Jetzt wird es auch noch ein Jump and Run. Und zack. I think there's just one left. Also ich persönlich bin ja der Ansicht, dass der Strom schon nicht mehr funktionieren sollte, wenn wir ein Kabel ausmachen, aber so ein kleines Zäunchen braucht schon dreifache Absicherung dafür. Ah, dafür habe ich verstanden. Schauen wir mal da zu dem Grünen noch hochkommen. Aber das sieht gut aus. Ah, Gott sei Dank haben wir unseren Enterhaken noch dabei und die Spitzhacke. Der muss bei der im Büro gestanden haben, das muss er ausgeschaut haben.
That was the last one. I won't be electrocuted now. So, wieder runter. Ja, das ist einfach so künstlich, das Spiel in die Länge strecken. Kann man bestimmt schöner machen. Und aus irgendwelchen Gründen muss ich den Schalter jetzt auch noch umlegen, oder? Nee. First, I need to cut off power. Ja, habe ich doch. Ja, was ist jetzt los? Jetzt hat. Beweg doch den Hebel. Was ist denn jetzt? Runter, runter. Oh. Hä? Na, bitte nicht. Kann ich aufmachen, oder? Ja, Gott sei Dank. Ja. Wir sind mal richtig, Leute. Wir sind mal richtig. Warum auch immer das durch einen Stromzaun gesichert war, wir werden es nie erfahren. Cabin in the Woods. Natürlich. Wir sind gleich da. He was in this building. What is it? What is this? I'll follow him some more. Das ist der Tower. Sehe ich den auch endlich mal. Muss ich jetzt in das Haus rein, oder was? Schaut schlecht aus. Das schaut schlecht aus. Wenn man doch da nur drüber klettern könnte. Mann, Mann, Mann. Echt schade drum. Ich wüsste jetzt zwar nicht warum, aber muss ich jetzt zu dem Watchtower hoch oder was? Signal is coming from the tower. Ach, der konnte selber nicht da lang, weil es verschlossen war. Ah, okay. Da ist wieder Sonne. Aber ohne Botschaft. Damn, I'm not really scared of heights, but I better be careful. Er ist natürlich nicht abgesperrt. Nein, jetzt kommt der wieder mit den Anomalien. Ach, Spiel. Ha. Was ist los mit dir? Drin auch eine. Nein, ich will die Anomalie zerstören. Achso.
Das sagt, da ist noch eine Anomalie. Wo denn? Mann, jetzt scann doch nicht. Da ist eine Anomalie. Macht doch jetzt Witze, oder? Was ist jetzt? Wieso kann ich das nicht scannen? I was right. He's not here. I should look around. Was ist das denn schon wieder? Der hat da was hingeschrieben. Oh, was ist das? Der Schlüssel für das... Avanzen. Cabin-Schlüssel, okay. Nimm doch irgendwas mit, womit du jemanden umbringen kannst, Junge. Gut, ich habe eine Spitzhacke dabei. Darf ich das alles wieder runterlatschen? Wo ist die Cabin? Da vorne. Und der schon wieder mit einer Anomalie. Aber die hat er erst entdeckt, nachdem ich den Schlüssel gefunden habe. Jetzt weiß er nämlich, dass ich reingehen kann. Ausgefuchst. Ausgefuchstes Gerät. Was? Hab doch den Schlüssel. Habe ich den Schlüssel nicht mitgenommen? Ich habe den Schlüssel nicht mitgenommen. Sorry Leute, ich hole ihn schnell. Das ist ja traumhaft, Leute. Ich habe den Schlüssel. Also hier ist er nicht mehr. Nikolas Schlüssel. Ich hab den Schlüssel aber nicht. Aber hier ist er auch nicht mehr. Bin ich jetzt bescheuert? Gibt's doch nicht, oder? Hätte mich auch echt gewundert, wenn ich den liegen lassen hätte, aber... Kann diese Hütte nicht aufsperren. Stand doch Hüttenschlüssel. Gehen wir wieder zurück. Muss ich nochmal eine Anomalie scannen? Das ist doch auch bescheuert. Der echt für hier, der Schlüssel. Was ist so dumm? Okay, so I'll storm in and give the guy hell until he tells me everything. I just hope his English is better than my Russian. Motherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck. Finde den Code und gib ihn in den Computer ein. Here where we were supposed to be off their radar. Plus ist 3 minus 1. What the f... Oh Gott, lass mich bitte nicht rechnen müssen. Lost. I wouldn't be so sure. Did he mention the copies? Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Who's behind all this? Since when have they been doing it?
If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before? Ja, erstens das und zweitens waren die doch schon da, bevor du da hingezogen bist oder so. That's probably the basement door. Where can I get the password? The door is locked. Enter the password. Ja, keine Ahnung. Adam ist wohl eingeschlafen, schlafen. Emma ist um 8.40 Uhr aufgestanden, danach haben sie gefrühstückt, als sie ihn fragte. Okay, ich glaube. Ich glaube gar nichts. Was ist das? Auto. Auto. Alles sehr mysteriös. Talkie-walkie. What is that son of a bitch up to? Wieso leuchtet das alles? Thermochromic pigment. It has something to do with temperature. Okay, hier muss ich irgendwas hinlegen. Und dann warm machen. Aber was muss ich da hinlegen? Maybe I should check what this button does. Ah, Blaulicht, also UV-Licht. Someone has marked certain pages. Okay, die Scheibe habe ich ja auch. Was? Nein. Ja gut, das ist das mit der Temperatur. Das hier. God tells me someone has written something here. I can't make it out. There must be a way to unravel it. Okay, das müssen wir jetzt warm machen. It works. I'm starting to make out the letters. B1. Da steht nix. Mann, wieso kann ich das alles mitnehmen? Oh, da sind wieder Sachen groß geschrieben. Aha. Ist das jetzt hier genau andersrum? Oder? Gott. Hat er manche Buchstaben klein geschrieben? Ja. Alles, nee, es sind keine Umlaute. Hat da. Adam? Bis. Nee, Adam weiß. Mehr? Adam weiß mehr? Oh. Noch? Nicht? Adam weiß noch nichts von mir. Adam weiß noch nichts von mir. Okay. Ah. Interessant. Gut, hier muss jetzt irgendwas. Oder brauche ich jetzt so ein. Nothing in here. Need to find the slide. Ideas finden. Also C haben wir, C1.
Ja. Oh Mann, ich weiß nicht. Ach, was ist das? Ah, ich muss dunkel machen. Jetzt. 3. A3. Okay, A3, C1. E2. Jetzt könnte ich ja so ein richtiger Pisser sein. Hier sind keine, oder? Jetzt könnte ich ja so ein richtiger Pisser sein und das alles einfach selber. Also ausprobieren. So. Das hat aber hiermit auch noch was zu tun. Ach so. A3, D2. Also I. B fehlt mir ja dann. Dann wäre C ist B und D ist V. Ja, da müsst ihr jetzt jeden Buchstaben aus dem Alphabet da durchprobieren. Das ist auch zu blöd. Oder ist das einfach ein B? B ist 1, ja. Würde ich jetzt sagen. B ist 1. Ja, also J, S. Nee, Quatsch, Quatsch, was mache ich denn? A. Also E. E. L. C war auch 1, also O. D war. Fuck, hab ich schon wieder vergessen. D war 2, oder? A. War ja klar. Also das ist B. B ist 1. Mann, wieso habe ich auch das Licht ausgemacht? Ich Lappen. C ist 1. B ist 1. A ist 3. D1, B1, A3 und D2. Nochmal. A3 ist S, B1 ist X, C1 ist L und D2 ist Q. Falsch. D1 ist bestimmt falsch. Digga, diesen. Versteht dieses Pluszeichen halt nicht. Ich hätte jetzt hier einfach gesagt, das ist ein B. B1, aber. Plus. Warum Plus? Ach Leute, ich habe jetzt echt keinen Kopf mehr zum Rätseln. Ich würde sagen, wir machen einfach in der nächsten Folge weiter. Ab hier. So machen wir das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei und bis dahin eine schöne Zeit.